So geht Applaus, meine Lieben. Seid gegrüßt, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, im Prinzip, von Knut, eurem matthäusischen Knut. Wir machen heute was eher Ungewöhnliches, was nicht sehr Sinnvolles, aber dennoch hoffe ich, dass es den ein oder anderen Unterhaltungswert hat. Wir werden heute porschieren. Und damit meine ich nicht ein kochendes Wasser werfen, sondern wir werden Porsche fahren. Und zwar werden wir den Porsche 911 GT3 Cup in der 992 Version auf dem Hockenheimring in Rennsport fahren. Da gibt es ja aktuell den Online-Contest, Leaderboards und so weiter und so fort. Ich werde da auf keinen Fall mitmachen. Ich bin vor eine Runde gefahren. Die war so eine ganz tiefe 1,41. Ich habe gesehen, Topzeiten liegen bei ungefähr 1,36, 1,35. Was? Also würde ich ungefähr auf Platz 10.000 rauskommen, wenn das reicht. Wir wollen es ja nicht ganz so peinlich machen. Wir machen das einfach in einem privaten Testlauf auf dem Hockenheimring. Und danach werden wir Hockenheim und diesen Porsche vergleichen mit Automobilista 2 und einer Porsche Cup 992 Mod. Und wie sich das Gesamtbild dann so im Vergleich darstellt und was mir mehr Bock gemacht hat und ob man eine Mod aus der Community, was ja das Fahrzeug in Automobilista ist, dieses 992er Cup-Fahrzeug, mit einer Closed Beta von Rennsport mit, ich sag mal, nativen Content vergleichen kann. All das klären wir natürlich dann im äußerst spannenden Fazit. Viel Spaß euch, mir, viel Anstrengung. Los geht's. Wir legen mit Rennsport los. Wie angekündigt, meine Lieben, zuerst Rennsport Porsche Cup 911 GT3 992 hier auf dem Hockenheimring. Und ja, wir legen direkt mal los. Zündung an, Starter an mit automatischer Kupplung. Ist es das gleiche Phänomen wie mit nicht automatischer Kupplung? Das ist ja interessant. Wir starten nochmal das Fahrzeug. Ich dachte, das wäre ein Problem der manuellen Kupplung gewesen. Deswegen habe ich extra auf Autoklatsch gestellt. TC machen wir mal auf 0 und erhöhen mal ABS auf 8. Währenddessen wir mit der Bremsbalance mal so ein bisschen auf 55 gehen. Mal Pitlimiter an, machen das Licht an. Wir fahren los. Und ich muss sagen, umso öfter, zum zweiten Mal, ich Rennsport starte, desto besser gefällt mir dann doch die Grafik. Also es ist nach wie vor nichts Spektakuläres, um Gottes Willen, aber unglaublich scharf und stark. Und ja, wir machen mal in der ersten Runde so ein bisschen die Reifen wärmelig. Funktionierendes Dash finde ich auch immer mal ganz schick. Force Feedback ist leicht heftig, aber das halten wir aus für die paar Runden. Was mir gleich beim ersten Mal wieder auffällt, ist, dass ist ein Rennsportthema, ne? Also auch das Auto jetzt, der Cup, der ist ja zuletzt hier reingekommen, vor wenigen Tagen erst. Kriegst du auch nicht wirklich irgendwie mal so einen kleinen Move hinten rein. Als ob er so irgendwie so ein Sicherheitsprogramm fährt, ne? So. Ah, guck mal, da war er. Das ist wirklich wie so eine Ich-fahre-auf-Ski-Geschichte. Mal gucken, ob sich das noch regelt mit steigender Reifentemperatur. Okay. So, wir gehen auf die erste Runde, würde ich sagen. Da fehlt der Bums, merkst du es? Thank you.
Das finde ich geil. Der Wagen ist auch so richtig schön knochig. Offensichtlich hatte ich schon mal eine schnellere Runde gefahren. Alles also sehr informativ, was die Zeiten betrifft, was die Informationen rund um die Runden betrifft, finde ich gut. Geil, geile Bremsen und auch das, also das Runterschalten und das Anbremsverhalten von dem Auto ziemlich geil, fühlt sich recht sicher an, also kannst fast nichts falsch machen. Müssen wir uns noch ein bisschen dran gewöhnen hier ans Handling. Auf jeden Fall kein Cut. Da war der Quersteher. Was ich gut finde, ist, dass das Auto auch spürbar, wie bei A-Factor 2 ähnlich, so knochig hart ist auf der Vorderachse. So, jetzt gucken wir mal. Wenn wir hier rauskommen, wieder nicht so gut. Oder doch vielleicht ganz gut. Also das ist tatsächlich auch ein bisschen Reifentemperatur, glaube ich, weil hätte ich gerade nicht ein bisschen gelupft, wäre er mir hinten gekommen. Fehlt ihm so der letzte Schwung, ne? So, meine Lieben, wie angedroht, jetzt der zweite Teil hier in Automobilista. Wir machen das Licht an, Licht reflektiert sogar in der Boxenmauer. Das Fahrzeug verfügt weder über ABS noch Traktionskontrolle. Ich habe auch 40 Liter Sprit reingetankt, wie es beim Cup-Fahrzeug von Rennsport war. Wir machen den Motor an, machen den Limiter an, schalten auch hier das Display mehr oder weniger durch. Und gehen auf unsere Runde. Hier war die Strecke von Rennsport leicht abfallend in die letzte Kurve auf Startziel. Kein ABS, habe ich gesagt, Herr Mathiesen. Auf eine schnelle Runde, würde ich doch sagen. Das ist sehr vergleichbar mit Rennsport gewesen. Jetzt hier Streckenverlauf und Fahrzeugverhalten. Jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Beim Anbremsen kein ABS. Das Auto lenkt viel, viel agiler ein. Fast schon zu viel, jetzt auch im Vergleich zu Rennsport, also im direkten, ne? Vergleich zu Rennsport, das geht sehr, sehr einfach, was das Auto hier so lenkt. Ich bin jetzt mal in der Spitzkehre gespannt. Ja, das probieren wir nochmal. Und doch Glück. 41.6. 63
times fast. Auch hier gibt's keine Strafen. Die Nummer 2 runter, also nach hinten mit der Bremsbalance. Dieses Lenken meine ich. Als ob die hintere Hälfte des Autos nicht akzeptiert, dass das Auto eingebremst wird. Wobei wir ja auch nicht gelenkt haben, was jetzt irgendwie ursächlich an der zu weit nach hinten liegenden Hinterbremse sein kann. Also einfach in der Rollphase einlenken, das Auto rollt, dreht es sich von allein. Beobachten wir gleich mal bei der nächsten Durchfahrt durch die Spitzkehre. Ich bin jetzt noch mal ganz kurz in den Time-Trial-Mode gejumpt, weil ich jetzt in diesem Versuch in der Practice meine Reifen schon ziemlich weit abgefahren hatte. Und das auch unregelmäßig, ohne ABS, muss ich sagen. Und dann noch mal auf eine letzte Runde gehen und dann gehen wir mal ins Fazit und vergleichen mal. War gar nicht so verratzt. Vielleicht zu stark auf der Bremse gestanden am Anfang. Ein Gang zu weit oben. Ansonsten ist das ein sehr bewegliches Auto, den kannst du echt hier schön rumzirkeln. Das liegt aber auch an der physikalischen Interpretation von dem Auto hier in Automünster 2. Das war aus meiner Sicht ein sehr interessanter Vergleich, weil man auf gleicher Strecke mit gleichem Auto, wenn auch jetzt nicht vergleichbar in Wirklichkeit, weil gemoddetes Fahrzeug, originaler Content, kein TC, kein ABS, beides, obwohl ich ja TC ausgemacht hatte in Rennsport, trotzdem mal interessant zu sehen, wie aus physikalischer Sicht die Engines das Fahrzeug umsetzen und was letzten Endes dann auch als Force Feedback hier am Lenkrad und in meinen Händen landet. Ich denke, wenn man es direkt hintereinander fährt und vergleicht, merkt man die Differenzen zwischen beiden Sims? Sie sind allerdings beide aus meiner Sicht nachvollziehbar, gut fahrbar. Also wenn dieses Problem am Anfang, was Rennsport, was ich im letzten Video auch beschrieben hatte, dieses Gap, was es gibt zwischen gasvolle Pulle, jetzt hast du Vollgassignal, bis es im Auto ankommt,
Ach so, ja, jetzt, ach so, sag's doch gleich, Vollgas. Also kommt es mir tatsächlich so vor, als ob da irgendwie ein kleines Delay herrscht zwischen Signal Vollgas und jetzt ist es auch am Auto, aber auch dann, wenn das Auto Vollgas-Signal hat, finde ich die Beschleunigung und auch die Wirkung der Beschleunigung in Rennsport noch stark optimierungswürdig. Aber nichtsdestotrotz gefällt mir tippitoppi. Die Grafik sieht noch ein Stück weit realistischer aus wie Automobilista 2, obwohl im Automobilista 2 auch total schick aussieht. Aber so ein Schnitzen realistischer ist Rennsport da schon. Von beiden Porsches hat mir der Sound top gefallen und eben auch die Umsetzung des Cups an sich. Ich werde hier keinen Sieger oder Verlierer küren. Also beide haben auf jeden Fall ihr Vor- und Nachteil. Und wie ihr wisst, ich werde immer alles fahren. Ich werde nicht zu den Leuten gehören, die sich dann auf eine Sim spezialisieren wollen, müssen, sollen. Nein, ich genieße die Vielfalt. Deswegen werde ich auch nie so schnell sein wie Leute, die nur in einer Sim fahren, weil ich mich immer irgendwie umstellen muss und umgewöhnen muss und sicherlich auch das ein oder andere Mal einfach Abläufe aus einer anderen Sim in einer wiederum anderen anwenden möchte, wenn ihr versteht, was ich damit meine. Also, aber dafür ist euer Knut da. Er testet alles durch die Base, durch die Bank weg. Bei Rennsport war es noch ein Stück weit so im Cup Porsche, dass ich gerade auch auf der Front und bei Curb-Überfahrten wirklich eine harte, knochige Vorderachse gemerkt habe, die sich auch in der im Force-Feedback und in der Fahrphysik sehr, sehr, sehr extrem wiedergespiegelt hat, hat mich leicht an Affektor 2 erinnert. Dort munkelt man ja auch, dass das schon der bestsimulierteste Porsche Cup sei. Ob das wirklich so ist, das kann ich nicht sagen, kann ich nicht bestimmen. Das sind Sachen, die ich gehört habe. Dieses knüppelharte Gefühl hatte ich jetzt hier im Cup Porsche in AMS 2 nicht, was mich als Simracer jetzt nicht besonders unglücklich macht, weil das Einzige, was ich jetzt nicht habe, sind harte Schläge auf dem Lenkrad und da kann ich auch gerne drauf verzichten. Wie immer verbleibe ich mit herzlichsten Dank und tollen Grüßen. Wenn es euch gefallen hat, kleinen Like da lassen. Ansonsten schaut mal beim nächsten Video ein, versuchen es dort besser zu machen. Ich grüße abermals und verabschiede mich, liebe Zuseher und auch Innen. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Kneuer Uth. Ciao.